Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family. Nostalgie-Projekt, sage ich schon. RP Zero Challenge Projekt. Und ich bin natürlich wieder unterwegs mit der lieben Nicole, aka Natalie. Moin, moin. Moin. So, für alle, die nicht wissen, was das hier ganz genau ist, ganz einfach eigentlich. Wir haben eine Challenge, ne? Also Zero Challenge bedeutet ja Null. Wir sind also bei Null gestartet, haben einen Hof gekauft, haben uns verschuldet, ganz arg. Ne, haben den ersteigert, genau. Und genau, bunker mal ab. Und es sind im Endeffekt eigentlich drei Geschwister, Familie Jäger. Und Story rundrum, wie gesagt, deswegen RP. Und versuchen jetzt natürlich mit gewissen Zielen und Auflagen diese ganze Sache hier, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Also sprich, wir brauchen einen vollendeten, wir brauchen 20 Feldflächen, die wir unser nennen dürfen. Wir müssen zwei Produktionsstränge komplett besitzen, die unser sind. Und jetzt gerade sind wir dabei, uns eine BGA aufzubauen. Also jetzt sind wir gerade wirklich am Geld scheffeln und am Machen und am Tun und hoffen, dass wir es bald geschafft haben. Also jetzt müssen wir erstmal die Asphaltierungsarbeiten mal durchbringen, weil die sind nämlich nicht ganz billig. Die kosten nämlich ihr Geld und straffes Geld. Genau, und das ist so ein bisschen unser Projekt für alle die, die jetzt nicht so genau wissen, hä, um was geht's jetzt hier eigentlich? Genau. Darum geht's. Und wir sind live aus dem Twitch-Chat, aus dem Twitch-Stream, könnt ihr mal gerne vorbeikommen. twitch.tv/21gameworld oder /Jacqueline11, also _11. Und ja. 20 Uhr geht's montags immer an den Start. Dienstags dann Neighbors 20:30 und mittwochs 20:30. Die Nostalgieabteilung DDR, genau. So sieht's aus. Würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr auch ein kleines Däumchen da lasst, einen Kommentar oder vielleicht sogar, wenn ihr nichts verpassen wollt und gucken wollt, ob wir das mit der BGA jetzt demnächst bald mal schaffen. Pass auf, ich fahr zurück. Kann ich? Ja. Genau, ob wir das schaffen, dann könnt ihr auch gerne euch ein Abo mitnehmen. Ist alles kostenfrei natürlich für euch. Und ja. Für uns ist immer ein Schritt weiter am Giants Partner. Hörst du mich? Ich höre dich. Ja, okay. Sehr gut. Wie ich weiß. Und wer sich jetzt denkt, hä, warum klingt die so komisch? Wir sind im Funkchat, deswegen klingt es auch ein bisschen nach Funk. So sieht's aus. Und das ist das einzige öffentliche Projekt, wo das jemand macht. Ist das so? Ne, der Thüringer macht's nicht. Ja, bei den anderen wissen's ja nicht. Der Jener macht's nicht. So. Bunkern wir noch ein bisschen ab so, und dann. Gut, das war's. Nee, ne? Nee. Leider nicht. Dann schaffe ich es mal weg. Genau, der 123. Da brauchen wir ja einfach bloß herüberfahren. Willst du mal Drescher fahren? Wie du möchtest. Sehr gerne. Du kannst sehr gerne mal, dann mache ich mal was anderes. Ja, bunker erstmal ab und dann. Ich
Bunker mal ab. Da musst du mal gucken, da wird wieder was fehlen, ne, für einen Auftrag. Stimmt. Ein Verkehr hier oben. Mhm. Was, ne? Hm, ich kenne das hier nur mit weniger los. Ja, mal so, mal so. Das ist krass. So. Was, also einmal rundherum komme ich auf alle Fälle. Und dann kannst du mal dreschen, machst du doch gerne. So. Bist du schon wieder da mit dem Traktor? Nee. Nee. Ich bin auch völlig falsch rumgefahren, wenn ich ehrlich bin. Sag mal, ploppt bei dir in der App dann eigentlich auch auf hier zum Beispiel jetzt, dass wir das und das schon fertig haben? Also 20% Lohndienstleistung hier und so? Ja, ploppt's. Ja. Reicht wieder nicht, hä? Hm, komm ich gerade mal schnell drum. Weißt du wie? Was sind Tausender? Also 1000 Liter. Kannst du eigentlich aber bei der App schon rausnehmen, wenn du willst? Den Auftrag. Na, siehst du? Ich bin jetzt hinten an der Straße, wo es dann runter geht zum Händler. Da fahre ich gerade lang. Alles klar. Komm ich da hin? Dort, wo mich letztens einer fast umgefahren hat. Das will ich nicht, da warst du nicht dabei. Klar. Nee, das ist nicht bei dir drin. Hä? Nee. Nee, aber du warst im Funk. Das ist gut möglich. Traktor sieht's aus. Kein Wunder, warum der kaputt geht. Nach so Dreck hier rumfahren. Ach,
Traktoren müssen irgendwie dreckig aussehen, finde ich. Dann sieht man, dass sie gearbeitet haben. Weißt du? Ja, schon klar. Zehn? So. Hä? Zehn. Was, zehn? KMH. Ach so, ja. Ich bin sowieso gleich voll. 95%. 96. 97. 98, dann machen wir fliegenden Wechsel. Okay, pass auf, bleib stehen. Machen wir gleich fliegenden Wechsel. So. Okay. Geht los? Ja. Krass. Was? Hä? Was ist krass? Ja, da haben wir gleich die Aufträge fertig. Ist doch gut. Und dann kann man mal gucken, was unten noch so zu tun ist. Oder Feierabend machen. Ja, so einen Plan für morgen machen. Ja. Hast du einen großen... McCormick? Nee, ne? Hä? Hast du hier einen großen McCormick dran? Nee. Ich glaube, oder? Ich weiß nicht, plus 10 km/h, oder? Ich hab 10 km/h eingestellt. Im Tempomat. Hm. Oder was meinst du jetzt? Ja, Tempomat. Ach, ich war jetzt schneller als du. Ja, und 9 km/h bist du zu langsam. Ich ging mir die ganze Zeit auch gerade schon so. Komisch, hä? Komisch, komisch. Komisch. Stichst du durch oder nicht? Kann ich tun. Wäre es besser? Ja, mach ruhig. Hier oder was? Mach nur einfach. Ja, ich brauche erstmal einen kurzen Überblick hier. So, dann fahre ich nämlich rum. So, meine lieben YouTuberinos, heute ist wirklich volle Hütte Landwirtschaft. Müsste auch sein auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, ja. Kein Drama, kein sonst was, sondern heute ist reine Landwirtschaft. Meine lieben Farmerinos. Wenn du dann fertig bist, dann werden wir erstmal waschen fahren, ne? Alles. Guten Abend. Also gehört zur Stadt. Ja, ja. Also sagst du Bescheid? Wohin? Na, wieder an den Händler, wie immer. Zum Händler. Ja, dort, wo er immer steht. Ja, ja.
wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. Ja, ich fahre jetzt schon zurück wieder. Na, ich weiß. Aber wenn du voll bist oder nahezu voll. Ach so. Was ist denn? Wir müssen mal gucken. Ich kann mal ins Tablet gucken, wo das hin muss, der Spaß. Alles klar. Ah, gleich hier oben. Sehr schön. Naja, ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Wir hätten natürlich auch einiges an Aufträge an Ballenpressen drin, ne? Wir gucken dann erstmal, was bei uns noch so zu tun ist. Und ansonsten gehe ich dann auch gerne mal Ballenpressen. Schlange nicht gemacht. Oder pflügen. Verdient man aber weniger, ne? Düngen geht auch. Aber bei Ballenpressen haben wir hier 9000, 8000, 6000. Und da haben wir richtig viel. So. Oh, hier sind sogar Pilze. Guck mal. Cool. Birkenpilze. So, nehmen wir das mit. Zack, zack. Weggeschnitten. Oh ja. Schön. Hier. Zack, weggeschnitten. Und zack, weggeschnitten. So, dann kommen die, lege ich in den Traktor, der ist ja schön. Gekühlt. So, mal hier rein in die Box. Zack, so. Pilze gefunden. Rein. Mal sehen, ob hier andere welche sind. Können wir trocknen. Kann man dann mal in den Garten gucken, ob man ein paar Bohnen schon abnehmen können, da kann man eine Pilzbohnenpfanne machen. Naja, aber so viel, das sind jetzt so vier kleine Pilze. Streng dich an. Na, hier ist nicht weiter. Nee. Na gut, ist ja auch erstmal Juli, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist noch keine richtige Pilzzeit. Ja, das ist der Kleine, den du da vorgespannt hast. Ja, das war so vorgespannt. Ach so. Ich bin einfach so genommen, wie es auf dem Hof stand. Ich denke, der Große wird beim Kuhstall mitstehen. Das ist möglich. So, wie weit bist du? 58. Ja, warte mal, ich setz euch mal rüber. Hier ist noch das kleine Zippelein. Zippel. Was mache ich denn? Yeah. Viel kommt nicht runter. Nee. Ja, auch gerade so gedacht. Warte, ich setz zurück. Naja. Nee, viel kommt wirklich nicht runter. Nee. Hier liegen ein paar Steine rum. Das geht ja eigentlich gar nicht. Nee. Na,
ganze Fahrzeuge hier kaputt, wenn wir Pech haben. Ne, nicht unsere. Ja, scheiße wäre es, wenn man jetzt hier einen Stein frisst. Ja, aber Traktor gehört uns. Ja, passiert nicht viel, aber schlecht wäre, wenn jetzt wenn der Drescher einen Stein fressen würde. Da hätten wir es erlebt, wie du sagst, ja. Ja. Das wäre nicht so gut. Na gut, meine Lieben, aber wir sind für heute schon wieder durch. Lasst gerne mal das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich weiß, zur Zeit ist vielleicht ein bisschen nicht so actionreich und es passiert gerade nicht so viel, aber für alle die, die vielleicht irgendwo Landwirtschaft sehr gerne mögen und sagen, Mensch, ey, die zeigen ja wirklich mal, wie es gemacht wird. Ja, es ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. In der nächsten Folge schauen wir mal. Werden wir bestimmt Wiese oder sowas machen müssen. Ich bin gespannt. Gucken wir mal. Wenn ihr wissen wollt oder nicht verpassen wollt, wenn dann unsere BGA aufgebaut wird, dann macht unten mal die Glocke auf aktiv und vor allem lasst gerne mal noch ein Abo da. Bis dahin sind wir aber erstmal raus. Macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.